Im letzten Video haben wir festgestellt, dass viele Menschen, die nicht an Jesus als Gottes Sohn glauben, dass die davon ausgehen, dass Jesus am Kreuz vielleicht gar nicht gestorben ist und dann in der Kühle und Ruhe des Grabes wieder erwacht ist und sich dann vom Acker gemacht hat und deswegen die Menschen geglaubt haben, Jesus sei auferstanden, obwohl er gar nicht wirklich tot war. Da haben wir lange darüber geredet, warum das mehr Glauben erfordert, das zu glauben, als zu glauben, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Zur Auferstehung gibt es auch eine Theorie, die sehr verbreitet ist, die populärste Theorie dazu. Und zwar spricht man von der kollektiven Halluzinationstheorie. Das heißt, die ersten Jünger hätten sich so sehr gewünscht, dass Jesus wirklich auferstanden wäre, dass sie ihn sich einfach eingebildet haben, dass sie ihn halluziniert haben. Das ist eine Theorie, die wirklich weit verbreitet ist, die man auch wieder in diversen Fachmagazinen, die man so zu allgemeinen Themen so kennt, also Geo zum Beispiel oder auch mal ein Artikel im Spiegel, wird das immer wieder gesagt, dass das doch eine mögliche Theorie ist, warum die ersten Christen davon ausgegangen sind, dass Jesus wirklich auferstand. Wenn man diese Theorie mal genauer untersucht, dann stellt man riesige Schwachstellen, Schwachpunkte fest und die möchte ich im Folgenden kompakt zusammenfassen. Wenn Jesus nur eine Halluzination gewesen wäre, eine eingebildete Halluzination, so haben wir verschiedene Probleme. Zum einen haben diese angeblichen Halluzinationen nur circa 6 Wochen nach Jesu Tod stattgefunden und dann haben sie abrupt geendet. Normalerweise würden diese Halluzinationen dann doch etwas längerfristig stattfinden. Und warum haben sie bei so vielen Menschen alle zum gleichen Zeitpunkt geendet? Zum anderen wissen wir aus der Psychologie, dass man für Halluzinationen anfällig sein muss, meistens durch einen psychischen Ausnahmezustand, gewisse Charaktereigenschaften und eine enorme Erwartungshaltung. Wir finden allerdings im Neuen Testament genau das Gegenteil. Wir finden genau die Charaktertypen, die überhaupt nicht anfällig für Halluzinationen sind. Zum Beispiel Thomas, der einfach so ein skeptischer Zweifler war. Oder Petrus, der durch besondere mentale Stärke hervorsticht. Genau das sind zum Beispiel zwei Charaktertypen, die psychologisch gesehen überhaupt nicht anfällig für Halluzinationen gewesen wären. Zur Erwartungshaltung sehen wir auch das Gegenteil. Zum Beispiel haben sich einige Frauen noch extra Gewürze zum Einreiben des toten Körpers von Jesus gekauft. Und das hätten sie wohl nicht gemacht, wenn sie sich gedacht hätten, lasst mal lieber, es wäre doch auch ein Zeichen des Glaubens. Und außerdem wissen wir ja, bald wird er uns irgendwie als Auferstandener erscheinen. Nein, sie gingen davon aus, dass er tot im Grab liegt und haben deswegen die Gewürze gekauft. Also diese Erwartungshaltung, die bei vielen Halluzinationsvorkommnissen da ist, finden wir im Neuen Testament überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Jünger scheinen teilweise schon damit abgeschlossen zu haben, dass sie Jesus je wiedersehen oder haben sich vielleicht gedacht, naja, vielleicht hat er das dann gemeint, nach dem Tod sehen wir uns wieder irgendwie so. Maria Magdalena hatte sogar eine so geringe Erwartungshaltung, dass sie den auferstandenen Jesus erst gar nicht erkannt hat. Sie hat sich gedacht, ach, das ist bestimmt der Gärtner, kann ja gar nicht Jesus sein. Also genau das Gegenteil, als wir es von Halluzinationen kennen. Wir sehen also die beiden populärsten alternativen Erklärungsmodelle, was damals mit Jesus und bei Jesus wirklich geschah, versagen völlig und bieten überhaupt keine wirkliche Alternative an. Wir haben ja schon festgestellt, dass es heutzutage keinen nennenswerten Historiker gibt, der daran zweifelt, dass Jesus Christus wirklich gelebt hat. Also dass im ersten Jahrhundert ein Mann namens Jesus auftrat, der das wirkliche historische Vorbild für Jesus war. Im nächsten Schritt geht es noch weiter, dass sich die meisten Historiker einig sind, er muss gekreuzigt worden sein. Warum sagt man das? Weil es diverse historische Quellen gibt, nicht christlich und teilweise antichristlich, also gegen das Christentum arbeitend, die ganz klar und sachlich feststellen, jawohl, dieser Jesus ist gekreuzigt worden. Also hier haben wir historisch auch keinen Zweifel. Ja, und bei der Auferstehung wird es halt dann plötzlich rätselhaft. Also was ist da wirklich passiert? Durch eine kollektive Halluzinationstheorie können wir uns das Ganze nicht erklären. Ansonsten fehlt uns auch die Fantasie, wie im letzten Video schon gesagt. Wenn die Jünger wirklich gewusst hätten, der ist nicht auferstanden, wir erfinden jetzt die ganze Geschichte
Und dann gründen wir die größte Glaubensströmung der Menschheitsgeschichte dadurch und gehen für diese Lüge sogar in den Tod, weil sonst hätte sie keinen Bestand. Das ist de facto nicht möglich, dass das passieren konnte. Also die Sache ist, Menschen sterben nur für Dinge, die sie für wahr halten, auch wenn sie manchmal gar nicht wahr sind. Aber für etwas zu sterben, wo du weißt, das ist definitiv nicht wahr, das kann vielleicht bei Vereinzelten vorkommen, aber nicht bei der Menschenmasse, die im ersten Jahrhundert für den christlichen Glauben gestorben ist. Kein einziger hat mal gesagt, okay, ich gebe es zu, die anderen werden es weiterhin leugnen und rumlügen, aber es ist alles nur erfunden, wir haben uns zusammengesetzt, um diesen Mythos Jesus weiter zu beflügeln, obwohl wir alle wissen, dass er tot ist. Alle anderen Theorien, die man so in der säkularen Forschung oder auch in der kritischen, theologischen Betrachtungsweise aufbringt, was könnte da tatsächlich geschehen sein, sind noch schlechter als diese beiden vorgestellten Theorien, dass Jesus gar nicht wirklich gestorben sei und dass die Auferstehung durch eine kollektive Halluzination zu erklären sei. Was heißt das jetzt? Ja, tatsächlich endlos viele Menschen, worunter auch sehr viele Superbrains sind, also hochintelligente Menschen, kommen nach der sachlichen Beschäftigung mit allem, was man zu Jesu Tod und Auferstehung weiß, zum Schluss, das ist wirklich geschehen. Wenn ich einfach nur nach Zahlen, Daten, Fakten entscheide, es ist die logischste Schlussfolgerung und das, was am naheliegendsten und logischsten ist, ist meistens auch wahr. Alle anderen Theorien haben so große Schwachstellen und die beiden prominentesten haben wir ja schon jetzt uns angeschaut, dass damals wirklich was geschehen ist. Ich habe letztens als Community-Beitrag auch ein Zitat gepostet von jemandem, der sich aufgemacht hat, einfach mal die besten Argumente dagegen, dass Jesus wirklich als Gottes Sohn am Kreuz gestorben und auferstanden ist, zusammenzutragen. Der ist letzten Endes selbst Christ geworden. Auch Josh McDowell, dem ich mich persönlich sehr verbunden fühle, habe ich mal an anderer Stelle erzählt, warum, war ein über das Christentum spottender Atheist, wie man nur so einen Müll glauben kann. Und durch die Beschäftigung mit der Faktenlage, durch eine aufrichtige Beschäftigung mit der Faktenlage, kam er zur Überzeugung, um Himmels Willen, das scheint ja tatsächlich wahr zu sein. Und ist ein bekannter christlicher Autor, der auch durch hohe Intelligenz und auch durch wissenschaftliches Arbeiten besticht. Das ist nicht einfach nur eine Aneinanderreihung so von seinen persönlichen schlechten Argumenten, sondern das sind nachprüfbare Argumente mit echter Substanz. Ich mag es ja am Ende immer einen kleinen Bonus noch einzubauen. Letzten Endes ist es leider doch so, dass jeder Mensch glaubt, was er glauben will. Und in der Psychologie sagt man, alle Entscheidungen werden emotional getroffen, aber man versachlicht sie sich dann durch rationale Argumente. Es gibt einen Spruch, when someone doesn't want to follow Jesus, anything will do it. Wenn jemand Jesus nicht nachfolgen will, wird er immer gute Gründe dafür finden. Und so ist unsere Welt von Gott konzipiert worden, dass wir nicht in den Himmel gezwungen werden, dass wir auch nicht daran dazu gezwungen werden, an ihn zu glauben. Gleichzeitig, wenn wir aufrichtig und ehrlichen Herzens forschen, werden wir auch endlos viele gute Gründe finden, die unsere Ratio zufriedenstellen, die nicht aus der Luft gegriffene Argumente sind, so wie man es im Deutschen oft sagt, ne, ja, Glauben heißt ja nichts wissen, also kann man ja gar nicht das Ganze mit einer Faktengrundlage unterlegen, so ist es im Griechischen und Hebräischen eben nicht mit Glauben. Glauben aufgrund guter, rationaler Gründe. Gott hat uns den Verstand, die Ratio gegeben, dass wir sie auch gebrauchen. Und ich glaube, Gott spricht auch durch Zweifel. Durch Zweifel werden wir darauf hingewiesen, hey, da gibt es einen Lebensbereich, da solltest du dich wirklich mal intensiv damit beschäftigen, um Klarheit zu gewinnen. Das ist eine Gabe Gottes, meines Erachtens, dessen bin ich mir sicher. Ja, und das bittere Ende dieser Gedanken ist natürlich, wenn jemand nicht glauben will, weil er sagt, boah, ist mir irgendwie unangenehm,
Oder aus welchen Gründen auch immer, oder irgendwas in mir sträubt sich, und dann suche ich so lange Argumente, bis ich genug gute Argumente habe, etwas nicht als wahr annehmen zu müssen. So ist die Welt. Es ist nicht so, dass wir alle nur der Wahrheit und den Beweisen folgen. Das wäre natürlich wünschenswert und erstrebenswert, und es ist auch ein Ideal, nach dem wir streben sollten. Jedoch ist es so, dass Menschen mit den eigenartigsten Ansichten, von denen sie zu 100% überzeugt sind, leben und sterben. Vielleicht hast du selbst schon erlebt, dass Menschen sich von eigenartigsten Ansichten einfach nicht abbringen lassen. Zum Beispiel, dass die Erde flach sei oder dass die Mondlandung gar nicht wirklich stattgefunden hat, sondern gefilmt wurde. Du kannst ihnen noch so viele Argumente bringen, wo du dir denkst, jeder Mensch mit einer gewissen Grundintelligenz muss doch jetzt langsam erkennen, dass diese Ansicht falsch ist. Sie halten trotzdem weiter an diesen Dingen fest, leben damit und werden damit sterben. Und wir müssen das akzeptieren und respektieren und tolerieren. So ist es halt, mehr als auf gute Gründe hinzuweisen und darauf hinzuweisen, dass die Faktenlage erdrückend ist für die meisten Menschen und auch viele Menschen ihre Ansicht schon geändert haben, einfach weil sie gemerkt haben, okay, wenn ich mich einfach aufrichtig mit Zahlen, Daten, Fakten beschäftige, ist das einfach nicht haltbar. Und wenn sich dann, obwohl das so ist, jemand immer noch nicht überzeugen lässt, ja, muss man hinnehmen, ne? Damit muss man als Mensch einfach leben, dass es viele Menschen gibt, die eigenartige Ansichten haben. Aber das heißt ja nicht, solange noch Menschen existieren, die gewisse Dinge nicht akzeptieren, dass das etwas über den Wahrheitsgehalt aussagt. Auch gibt es dann noch so diesen anderen Extrempol. Jesus hat ja gesagt, der schmale Weg führt zum ewigen Leben und der breite Weg führt ins ewige Verderben. Das heißt ja nicht, je seltener oder absurder meine Glaubensansichten sind, desto eher sind sie wahr. Das wollte Jesus damit nicht sagen. Er sagte damit nur, dass es durchaus sein kann, dass die breite Masse von Dingen überzeugt ist und in eine Richtung geht, die eben nicht der Wahrheit entspricht, ohne dass sie es merkt. Das heißt nicht, je eigenartiger, seltsamer und absurder die Glaubensansichten sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie richtig sind. Das meint Jesus nicht damit. Weil wir sehen schon in der Bibel, wir sollen nach Wahrheit streben. Gott wird als Gott der Wahrheit bezeichnet, Jesus bezeichnet sich als die Wahrheit und der Heilige Geist wird als Geist der Wahrheit bezeichnet. Das heißt, auch in Gott selbst, übrigens schönes Dreieinigkeitsindiz, in Gott selbst hat Wahrheit einen so hohen Stellenwert. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht jetzt stundenlang über Wahrheit schwärmen. Du weißt, was ich meine. Ich wurde nach den letzten Videos immer mal wieder gefragt, entweder per E-Mail oder als Kommentar, wer bin ich denn eigentlich? Könnte ich mal ein paar Sätze zu mir sagen? Also auf diesem Kanal findet man ja einiges über mich. Ja, man kann es verschiedentlich ausdrücken. Mein Erwachsenenleben ist dreigeteilt. Das erste Drittel als Zeuge Jehovas, das zweite Drittel als ganz normaler Mensch, der lebt wie jeder andere. Und das dritte Drittel meines Erwachsenenlebens als wiedergeborener, evangelikaler, bibeltreuer Christ. Und auf diesem Kanal spreche ich besonders über Dinge, die man nicht so häufig anspricht. Ich spreche auch ein bisschen über meine Vergangenheit bei den Zeugen Jehovas und warum ich der festen Überzeugung bin, dass sie sich irren in vielen Punkten. Ja, und auch, dass ihre Ansichten ein bisschen irre sind, muss man leider so sagen. Und ansonsten so bestimmte Nischen, die nicht so häufig angesprochen werden, wo ich dachte, ach, das wäre doch toll, wenn dazu mal jemand was veröffentlichen könnte. Und dann dachte ich mir dann oft, ja, warum eigentlich nicht ich, wenn es niemand anders macht? Weil es mir durchaus Spaß macht, die Dinge oder die Ergebnisse der Beschäftigung mit verschiedenen Aspekten und Sachverhalten in meinem Leben, die ich interessant fand, festzuhalten und zusammenzufassen, ja, dass jemand darauf stoßen kann, der danach sucht, besonders eben zu Themen, wo noch nichts oder noch fast gar nichts veröffentlicht wurde. Das war's für heute. Ich hoffe, es war interessant und vielleicht bis nächstes Mal.